Ach, stimmt, ich bin ja gerade gestorben. Haha, ich vergaß. Gut, das hatten wir ja schon gelesen gehabt, glaube ich. Ja, sonst hätte das aufgezeichnet. So, er kommt direkt. Au, Arschloch. Er kommt direkt von da. Ich geh mal schon mal hier lang. Scheiße. Warte, warte, warte. Ich will nicht wieder sterben. Junge, Kamera. Genau. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, hier rumzurennen. Aber wir waren noch. Beim Friedhof waren wir schon vorbei, oder? Also kann sein, dass ich jetzt hier öfters mal sterbe. Ich will erst mal gucken, wie das Areal hier ist. Hier waren wir auch. Weil ich muss vor ihm doch fliehen. Ich komme. Hä? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Scheiße. Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Hier sieht es doch richtig aus. Tschüss, Junge. Tschüss. Komm mal hin, Alter. Schwein gehabt. Okay. Vielleicht sterbe ich dann doch nicht so. Doch, wenn ich darüber laufen muss, Alter. Ich werde sowas von sterben. So, gibt's hier noch irgendwie was? Ah, guck mal an. Okay, so viel Glück muss man haben. Ja. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, Junge. Ganz. Nein, lass dich. Nein, nein, nein. Einfach weiter geradeaus gehen. Lass dich hier von nichts ablenken. Er wollte dir nur Licht machen, damit du besser siehst, wo du hinlaufen musst. Au, Arschloch. Au! Was für ein Penner? Au, sag mal. Willst du mich verarschen? Wo bist denn du, du Sack? Ich stelle mich jetzt hier hin. Da kann er mich hoffentlich nicht treffen. Alter, wie viel? I can still find my way to the mine. Fuck, Alter, ich habe nichts mehr zu verbinden. Das lief ja richtig geil. Ciao, Junge. Au, warum? Ja. Da. Danke. Hoffentlich greift er mich jetzt nicht von hinten an. Au. Hä? Ich hätte vielleicht noch mal durch die Häuser latschen müssen. Da hatte ich doch eigentlich so viele Verbände gefunden, oder? Toll. Warte, 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 warte. Nicht angreifen, bitte nicht angreifen. Bitte. Aua! Au, du! Au, wow, 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 wow. Alter, wo kommst du denn her? Junge, verpiss dich! Alter, mach die Kap. Aua! Au! Hä? Willst du mich verarschen? Wo soll ich hier hin? Wo soll ich hier hin, Mann? Nein! Okay. Ist das jetzt wieder diese eine super Stelle? Die hatte ich im ersten Teil auch schon. Beim Dock, wo ich Ewigkeit nicht weitergekommen bin. Wo muss ich denn hier hin eigentlich? Schnauze. Nee, ich habe auch niemanden Leid angetan. Da ist einer drinne. Ach, da. Oh. Okay. So, ich schnapp mir das mal kurz. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Ciao, Junge. So. Oh, jetzt kommt er wieder hier mit seiner Scheiße an. Es war so klar. Au. Nein, 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 nein. Ja, geh hoch. Das Verband. Sehr schön. Gönn dir. Okay. Okay, ganz gut.
Alter, wo kam er denn her? Ja, aua! Au, au, au. Ja, au! Fuck, wo kommt... Mann! Hallo, laufe! Du... Ohne Scheiße, du drückst die ganze Zeit auf Laufen, aber weil er noch im Kriegsmodus ist, kann er nicht einfach aufstehen und losrennen? Was ist das für eine Scheiße? So, au, au, au. Wirklich, ich bleib jetzt hier nicht stehen. So. Ab in die Minen! We have you. It's okay. We have you. Nein, das ist nicht. Gospel isn't done yet. You will report your own resurrection. You will complete your gospel. Willst du mich? Verpiss dich! Yes! We return him to the way of sorrows. This tomb is waiting. Take him. When he rises, we all will have our communion. Haben die mich jetzt in den Sarg gepackt, die Penner? Don't! Please, don't! Please, don't! Please! Oh, das muss so böse sein. Das muss so böse sein. Ich komme hier, ich kann auch nichts machen. Das ist... Fuck. Ich habe gerade ein bisschen Flashbacks an den Film Buried. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen, auch wenn der bloß in einem Sarg stattfindet. Das, den Film, aber ich fand den gerade zum Ende hin, auch mit dem Ende, extrem bewegend eigentlich. Also kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob das Ben Affleck war, der da auch mitgespielt hat. Ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, Ben Affleck war da in der Hauptrolle gewesen. Buried, lebendig begraben. Also, wer jetzt ein bisschen auf Horrorfilme steht, ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber kann man sich auf jeden Fall geben. Wird für viele vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber weiß nicht, ich kann den eigentlich empfehlen, ich fand den immer gut. Komme ich hier überhaupt hoch? Wahrscheinlich eher nicht, ne. So, wir gucken uns erstmal an, was wir da finden. Ich kann, ja, du wirst doch in 5 Jahren ständig zur Mine schaffen können. So, dies hier ist mein Bruder, gebrochen und getötet vom Tyrannen Laird und sein Reittier Nick, weil sein fehlender Finger ihn Wein vergießen ließ. Es war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Sollen wir das jetzt sein, über den er geschrieben wurde? So, hier ist unser formidables Grab. Aber kann das sein, dass die Kollegen sich hier meistens ein bisschen zu sicher sind, wenn sie irgendwen killen? Alter, ich weiß hier überhaupt nicht, wo ich hin muss. In diesem Kackwald. Bin ich hier richtig? Was sind das jetzt? Oh, fuck, hau ab, Mann! Ich glaube schon, dass wir hier richtig sind. Ciao, Junge! Gut, ich hätte jetzt gern so einen Speicherpunkt gehabt. Batterie! Jawohl! Okay, aber Verbände werden jetzt langsam auch mal wieder wichtig. Okay, hier ist hoffentlich keiner. Was haben wir denn hier? Oh nein!
Oh, ganz ehrlich. Oh Gott. Na gut. Ich meine, ich habe die Kacke nochmal angefangen. Gut. Freut euch, oh ihr Beuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einen Esel in Form eines Mannes, der sich Nick schimpft. Dieser Täufer erscheint wie ein Kind in jeder Hinsicht bis auf sein Glied und es ist deshalb der Liebling des Propheten Salomon Nutz. Ja, Nuffs. Und Nuff sprach zu Laird, was wünschst du in deinem Elend? Und Laird sprach, ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Nuff sprach, der Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du sollst nur deine eigene Erlösung erfahren. Und Laird sprach, wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Und Nuff ruft, Hosanna, du liebst mich, also siehst du gesegnet und seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Laird sprach, ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre doch unbefleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Und ich sah den Erlöser der Beuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Laird, sieh, das Lamm, heile die Kinder, verfaulte Schwänze und verderbter Schöße. Und ich sah die vielen Kranken und die, die von Teufeln und unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheiligt werden sollen. Und ich, Laird, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde, für jede, deren Lust ihre Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, sodass jeder, der im Land verbleibt, Butter und Spirituosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Laerts verkünden, die sie zur Erlösung führt. Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinen Dornen befreien und mit der Hacke in die Erde begraben. Und die Beuligen werden sagen, wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünde geheert. Also muss der herrliche Laird sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass sie nicht vergessen. Es ist keine große Tat, einen Mann zu ermüden. Doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Laerts verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und die Beuligen Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden. Und jede Kranke sollen ihn Immanuel nennen. Und der beulige Messias wird sprechen, dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheiligt. Wer von meinem Fleisch ist, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt. Alter, ich sag mal so, die anderen Texte waren irgendwie, weiß ich nicht, schwieriger zu lesen. Vielleicht habe ich jetzt auch bloß den Drehbar rausgehabt, aber Alter, dieses Evangelium euch vorzutragen, das ist nicht wirklich eine Freude. Nicht nur, weil das totaler schwachsinniger Inhalt da ist, aber halt auch das Lesen an sich ist echt. Warum schreit hier schon wieder einer? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Er hier? Oh. Ah, wahrscheinlich er hier. Oder sie. Oder was auch immer das sein soll. Okay. Wir zoomen zurück. Wir gucken uns die ganze Geschichte an. Was hat er zu sagen? Sie hängt sich selbst, bevor ich sie stoppen konnte. Oder sie hat es nicht. Nein. Wait, nicht er. Er. Fuck. Hey, warte mal. Sie hängt sich selbst, bevor ich sie stoppen konnte. Oder sie. Er labert schon genauso komisch. Habe ich das Gefühl. So, pass auf, hier ging noch irgendwo was hoch. Weil ich habe erst gedacht, so, meint er jetzt von wegen sie, seine Frau, er hing sich bevor. Aber ich glaube nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir unsere Frau überhaupt nochmal finden, weil. Warum auch? Jetzt haben wir wieder so eine fucking ruhige Stelle, wo irgendein Arsch wieder.
Okay. Uns überraschen möchte, aber doch nicht. Ja, natürlich. Alles klar, Geronimo. Alter, Schweigen gehabt. Ich dachte, ich wäre am Arsch. So, was haben wir denn hier Feines? Ja. Und ja, ja, du, ja, ja. Shit. I can't. A rope. I just need a rope. Ich? Ja, wir holen uns gleich ein Seil. Ja, ja, lass uns. Er soll ruhig sein. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Ned hat wahrscheinlich ein Kind geschrieben. Alles klar. Alles klar. Weil er in den Himmel klettern wollte, natürlich. Hä? Oh, also. Ich wollte gerade sagen, hey, jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus. Wie doof wäre das denn? Läufst du von mir weg? Das wäre mal eine schöne Abwechslung. Oder holst du Hilfe, du Penner? Ha! Nein, 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 du hast. Nein, 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 nein. Ich kann mich immer noch aus dem anderen Fenster hangeln, Kollege. Sehe ich den von hier überhaupt? Nee, wa? Ich hoffe, er ist weg. Halt, halt, halt. Ja, hätte es sein können, dass es hier noch was gibt. Ja, weiß ich nicht. Habe ich ihn jetzt freigelassen, mehr oder weniger? Nein. Du Penner, Alter, du hast Hilfe geholt. Nein. Nein. Hau ab, Mann. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ach, ist sowas. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Ciao. Nein, doch nicht so. Mann, erst, nein. Oh, fuck. Gibt's hier irgendwas? Nein, hier gibt's nichts. Aua, aua, ich bin tot. Aua, aua. Scheiße. Okay, ich glaube, ich muss da nicht rein. Ich wollte bloß mal gucken, ob da vielleicht auch irgendwie Brief oder irgendwas rumliegt. Man hätte es ja gesehen. Nein, muss ich nicht. Alles klar. So. Er wird sich wieder verpissen und Hilfe holen. Na? Na, du wirst wieder Hilfe holen, ne? Komm, hier. Ja, 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 ja. Du willst wieder Hilfe holen. Warte. Alter. Alter! Mann, hock dich doch mal. Willst du mich verarschen? Ich kann da nicht runter. Ich wollte gerade sagen. Aber wer hat denn mich jetzt gesehen hier? Ich glaube, ich kann wieder raus. Die spannende Mucke ist vorbei. Ich sag, das ist echt scheiße. Das fand ich im ersten Teil besser, dass man. Also hier mit den Türen öffnen und langsam öffnen und so, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Aber halt mit dem Verstecken. Da wurde sonst immer schön Viereck angezeigt. Ja, lass dich beim Scheiß nicht stören, Alter. Oder Alter. Alter! Wo kam. Oh Gott. So, tschüss. Nur falls du hier reinkommst. Alter, geh runter hier. Ich dachte, das mit dem Versteck ist ein bisschen scheiße gemacht. Okay. Die beiden scheinen weg zu sein. Ich hoffe, dass sie weg sind. Ernsthaft! Ihr wart gerade noch weg, ihr Drecksäcke! Aua, 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 lass mich durch, lass mich durch! Lass Scheiße! Ah. Okay. Ah, fuck. Okay,
Oh, mein Nase. Ist das schlimm, ey. Jedes Mal muss die scheiß Nase jucken. So, ich probier's jetzt noch einmal wirklich so mit durchrushen. Ja. Dass ich ihm nicht einfach in den Arsch treten kann, weißt du? So. Ja, hier gab's eine Schweiter drin. Ich weiß nicht, ob ich dahin muss. Aber hier kam ja auch nicht weiter. Oh. Alter, 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 Alter. Piss dich. So, warte, warte. Kann ich hier hoch? Alter, was? Ah, das Seil, stimmt. Ja, das Seil. Leute, ist auf der anderen Seite. Willst du mich verarschen? Okay, es speichert aber erstmal. Das ist cool. Aber kriege ich das auf der anderen Seite jetzt auch, ohne Aua zu machen? Müsste das nicht hier? Ich wollte gerade sagen, das müsste doch hier liegen. So, gönn dir das Seil. Danke, Kollege. Nochmal gespeichert, schön, und jetzt ein. Nein! Nein, du! Warte, warte, warte. Oh, das war doch hier einfach bloß geradeaus, oder? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Jawohl. Okay, das ging schnell. Ja, komm runter jetzt hier mit dir. Ich wollte nämlich gerade sagen, gut, dann machen wir jetzt dann... Ich probiere es noch einmal schnell mit durchrushen. Und bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass ich das wirklich schaffe. Ich hoffe, ich muss nicht gleich wegrennen, das wäre scheiße. Okay, anscheinend nicht. Es hat gespeichert. Ich habe das so freigereinigt. Sehr nett. Nee, weil ich wollte dann eigentlich das bloß noch einmal ausprobieren, bin ich davon ausgegangen, dass ich das jetzt auf einmal schaffe. Wollte die Folge beenden, aber wir haben es jetzt trotzdem geschafft. Finde ich nice. Na gut. Und ich werde die Aufnahme jetzt erstmal so beenden, weil, ja, ich traue mein Aufnahmeprogramm nicht so, dass das alles so wunderbar funktioniert, zumindest über eine gewisse Zeit nicht. Deshalb lieber immer mehr einen Stopp machen als zu wenig. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann morgen bei der weiteren Folge, wahrscheinlich nicht die letzte Folge, obwohl ich habe trotzdem das Gefühl, wir sind relativ nah am Ende. Aber mal gucken. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Bis denn. Ciao, ciao.